Einen wunderschönen guten Tag und willkommen zu einer weiteren Runde mit dem neuen alten Update. Was genau meine ich eigentlich mit neuem Update? Und zwar ist es folgendermaßen, es wurde wieder revidiert. Es gibt wieder die Diamantschwerter. Du kannst die wieder craften, indem du halt die verzauberten Diamanten machst und kannst dann ganz einfach wieder die Schärfe 1 Diamantschwerter bekommen. Allerdings, ich weiß nicht so genau, der Bogen geht nicht, was eigentlich mir persönlich viel wichtiger gewesen ist. Und ich würde euch ganz gerne mal fragen, was macht ihr ab jetzt? Macht ihr wieder Schärfe 4 mit den verzauberten Diamanten? Oder macht ihr über Verzauberungstische Schärfe 3 und Verbrennung 1 oder Schärfe 4 meinetwegen auch? Ich persönlich bin der Meinung, das Ganze mit den Verzauberungsbüchern besser zu schaffen und zu machen. Und, oh, hier ist Neta. Das ist die andere Sache. Ich habe ja jetzt Damage Indicator drin, ja. Ich würde auch da ganz gerne mal von euch wissen, findet ihr das gut oder findet ihr das kacke, dass ich jetzt quasi immer weiß, wo was ist? Ich meine, es ist ein fucking Konkurrenzkampf. Es ist super wichtig für mich, Neta zu finden. Und vor allem kann ich so, wie man sieht, ohne Equip ganz schnell Neta finden. Das, was ich jetzt mache, bitte nicht zu Hause nachmachen. Ich bin Profi, ich kann das, aber ihr nicht. Oh Gott, das wird so schlimm jetzt. Okay, wir machen uns mal... Okay, alles gut. So, aber auch da mal die Frage an euch. In meinen Videos soll ich da eher ohne Damage Indicator spielen oder sagt ihr, es ist okay, wenn du mitspielst? Weil ich kann mir vorstellen, dass die einen oder anderen vielleicht eher sagen, hallo, also hallo auch wahrscheinlich, aber auch eher sagen, nee Dom, ich finde das doof, wenn du halt weißt, wo Höhlen sind, du findest zu schnell ab jetzt die Höhlen oder. Oder sagt ihr, nee, es ist ganz geil, wenn du geilen Equip hast und mit Equip und deinem Skill alles raushauen kannst und somit super die Runde gewinnen kannst. Das ist eine scheiß Truhe gewesen. Nach oben, nein, okay, nach oben traue ich mich nicht. Ich bleib lieber hier erstmal. Ich grabe mich hier mal raus und hoffe, dass ich hier irgendwas finde und dann kann ich mich irgendwann zurückgraben. Das ist, glaube ich, so die bessere Methode, aber da traue ich mich nicht nochmal hin jetzt ohne Equip. Ich habe ja nichts an und man merkt, ich habe so viel Schaden bekommen. Aber hier ist zum Glück schon eine Schlucht, eine Höhle mit gutem Equip. Ich mache hier kurz einen kleinen Holzpimmel hin, damit man weiß, ah, hier war das. Okay. Hier sind zum Glück die ersten Diamanten für uns und ein bisschen was an Gold. Wir hatten ja noch gar nichts und können so uns ein bisschen besser equippen, liebe Leute. Das geht, glaube ich, ganz gut. So, jetzt bin ich fast Full Diamond und habe nur Eisenschuhe an aktuell, aber kann jetzt zumindest in Neta reingehen und kann mir alle anderen Sachen da holen. Ich brauche halt ein paar Level. Oh Gott, das wäre noch ganz gut, ein paar Level zu bekommen. Hallo, was geht bei dir da, du schöne Lohe? Du lachst mich an, als ob... Oh Gott, wie viel auch immer hier... Nein, ist doch bitte weg. Ah, wie viel hier immer los ist, ne? Nee, es ist aber... Also, der ist wirklich hart gemacht. Mittlerweile. Das finde ich aber extrem gut, dass der mittlerweile nicht mehr so leicht zu besiegen ist oder zu ergattern ist, der Neta zu erobern ist, sondern ein bisschen schwerer geworden ist. Was zu erobern wäre, wären auch vielleicht mal wieder 500 Daumen nach oben. Es wäre so schön, wenn wir es wieder schaffen würden. Vielen lieben Dank für euren Support. Ein Daumen nach oben würde mich sehr, sehr freuen. Und unten waren wir schon, ne? Ja, das ist Holz. Das ist der Meter, wo wir eben auch schon drin waren. Habe ich halt ein bisschen rumgebuddelt. Hier gehen wir wieder raus irgendwie. Ich habe ja Damage Indicator. Ich kann ja jetzt sehen, wo Sachen sind. Und wir haben jetzt mit ein bisschen Diamanten haben wir Full Diamond und können dann anfangen zu verzaubern. Und es sollte hoffentlich auch ganz gut gehen. Ich möchte ganz gerne Full Prot 2, Schärfe 3 und Verbrennung 1 rausgehen. Bogen ist mir mehr oder weniger egal. Ob wir das schaffen werden, ich weiß ja nicht. Aber hier irgendwo war schon einer. Hier ist überall Sachen geplaced, sowas wie Holz und so. Irgendwo war hier schon jemand. Ich habe jetzt ein bisschen Angst, hier Sachen aufzustellen, weil ich dann eventuell überrascht werden kann von dem Typen. Und dann... Oh, der Typ überrascht mich. Lol, der ist gestorben. Vielen lieben Dank, lieber Kollege, für deine gnädigen Gnaden. Das finde ich ja toll. Der ist gestorben, der Dude. Der Judy Reno ist gestorben und ich habe jetzt richtig vielen Stuff. Ach, ist das schön. Dude, was kannst du denn? Tut. Okay, gut.
komische Reime. Ich fange jetzt mal an, gleich auszusortieren, zu verzaubern und dann ist, glaube ich, alles gut. Also, wie immer, wir machen uns zuerst Diamantschuhe. Da bekommen wir immer Schutz 2 drauf, können die dann anziehen, können mal kurz Inventar wieder ein bisschen aussortieren. Wir haben immer noch zu viel Stuff hier bei. Was kann man alles wegwerfen? Boah, noch nicht so viel irgendwie, ne? Also ich kann mir schon mal einen Amboss machen, neuer Trick von mir, und zwar so zu machen und dann, das ist kein Trick von mir, das ist eher ein Fail von mir, aber auch ein Trick. Denn damit bekommt man immer bessere Amboss-Enchantments oder so. Gut, jetzt mal gucken. Oh, Schärfe 2 auf 10 Level ist super, also verbrauchen wir nur 2. Das mache ich sehr gerne so. Und auch nochmal ein ganz wichtiger Tipp an euch, von mir. Und zwar, wenn ihr die Sachen habt, die ihr zusammen craften wollt, macht es noch nicht. Damit erstmal warten, bis ihr Dingens habt. Oh, Schärfe 2 bekommen wir wieder mal. Bis ihr Verbrennung drauf habt. Aber wenn ihr zusammen craften würdet, würdet ihr ungefähr, naja, 7 Level verbrauchen. Habt dann fast keine mehr. Deswegen zuerst alles verzaubern, zusammen craften, kommt zum Schluss. So, ich würde Schutz 2 darauf bekommen. Ich möchte mal kurz gucken, was ich hier drauf bekommen würde. Nur Kacke. Also nehmen wir uns die Hose und warten jetzt mal ab, bis wir Verbrennung darauf bekommen. Und dann sind wir eigentlich schon fast ready. Verbrennung, komm mal hier. Wie toll ist das denn, Leute? Jetzt schon Verbrennung mit 12 Level und jetzt können wir zusammen craften und können uns den Rest so machen, dann ist alles super eigentlich. So, also wir haben jetzt den Harnisch nicht verzaubert, haben aber auch kein Level mehr dafür. Wir können nochmal versuchen, aber seht ihr hier, ist nichts da für uns. Das heißt, wir können noch ein paar Level farmen gehen, aber wir sind soweit gut equipped. Wir haben Schärfe 3, Verbrennung 1 und Knockback 1. Und dazu haben wir, Halbprot 2, ein Prot 1 und einen unverzauberten Harnisch. Aber wir bekommen da schon irgendwie einen Harnisch, wenn wir jemanden töten. Tränke gleich noch mitnehmen, dürfen wir nicht vergessen. Und dann müssen wir noch ein bisschen brauen gleich. Und zwar muss ich noch die hier fertig machen. Aber dann sind wir so gut wie ready. So, wir haben die Tränke jetzt gebraut. Und wir sind soweit stacked. Ich habe ein bisschen Angst vor dem Deathmatch, weil es kann schon irgendwie nicht ganz so geil werden. Da ist ein erster Typ. Wir haben keinen Trank genommen. Die beiden kämpfen. Ich muss da. Ich will eigentlich nicht, aber ich... Oh, das war mein Kill. Sorry, ich komme nicht mehr raus. Karma is calling. Karma. Oh, kein Karma. Gut, kein Karma. Anti-Karma. Gut, okay. Wir haben den ersten Kill gemacht. Das war natürlich nicht ganz so gut von uns, aber es ist okay. Oh, der hat aber auch... Aber der hat keinen guten Schwert. Ich dafür aber. Und ich sollte den hoffentlich bekommen. Er ist down. Zweiter Kill für heute. Nein. Kurz etwas da reingehen. Wenn ihr low seid und essen müsst, macht das oftmals am liebsten im Wasser, Leute, weil im Wasser können euch Leute nicht hundertprozentig gut verfolgen, vor allem durchs Knockback. Da ist der bessere Harnisch. Haben wir ausgetauscht jetzt? Super, wunderbar. Da ist noch, okay, ein besserer Bogen, aber ich muss mal kurz weglaufen erstmal. Erstmal kurz regenerieren und alles in Ordnung machen. Ich möchte ganz gerne auch noch Folgendes machen, und zwar den Bogen erstmal und mein Helm vielleicht, davon ist aber einer, traue ich mich nicht zu, jetzt gerade dahin zu gehen. Wir holen uns den mal. Ja, du hast den Level, ne? Ich bin ähnlich mit dem langen Penis, oder wie? Okay, wir holen uns den mal hoffentlich, ja. Also, was ist das immer eine gute Taktik? Ich gehe da, glaube ich, mal weg. Ah, warte mal. Wir haben Rückstoß und wir haben da die Border. Das kann natürlich ein guter Border-Kill werden für uns, indem wir uns da ein bisschen über die Border versuchen anzuschleichen. Er weiß wahrscheinlich, wir haben Verbrennung oder so. Spätestens jetzt wird er es wissen. Okay, super. Also, ich denke mal, er wird wahrscheinlich eher im Wasser bleiben jetzt. Er macht einen ganz, ganz komischen, er ist irgendwie komisch drauf, der Typ. Ich weiß auch nicht, warum. Er hat eben Low Ground jetzt gerade. Es ist schwierig gerade hier. Ich will ihn halt nur versuchen. Er hat aber kein gutes Schwert, ne? Der macht mir fast gar keinen Schaden mit seinem Schwert. Ja, die anderen auch, aber der ist nicht gut, glaube ich. Der ist kein guter Spieler, Leute. Sollten wir bekommen, hoffentlich. Aber wie gesagt, immer im Wasser schön die Äpfel nehmen und so. Jetzt haben wir ihn da, wo wir ihn haben wollen, und zwar an der Border. Jetzt nochmal schnell. Fuck, ich bin ab und an echt scheiße im Wasserplacement. So, er macht aber auch keine Anstalten. Er bleibt da so ein bisschen in seiner Ecke irgendwie. Er will nicht... Boah, wenn ich da reinfalle irgendwann, wäre das kacke. Ich darf da nicht reinfallen. Haben wir ihn down? Ja, nicht reinfallen! Auch nicht da! Okay, alles gut. Wir brauchen ganz dringend das Gold haben wir. Das Schwert ist nur Schärfe 1, habe ich gesagt, hatte kein gutes Schwert dabei. Das war nur Schärfe 1. Wir haben jetzt das Gold.
können wir noch ein paar Äpfel machen hier. Super. Wir haben einen dritten Kill gemacht. Das wird eine gute Runde. Wir haben noch drei, die leben. Wir essen mal kurz einen Apfel pre. Wir haben jetzt noch 6 Minuten 30. Sprich, wir können jetzt gleich nochmal neue Tränke nehmen. Dann haben wir das schon mal Safe Call. Bis zum End of Reduction. Alles super soweit. Also sobald 8 Minuten vorbei sind oder 8 Minuten noch übrig sind, könnt ihr ruhig die Tränke trinken. Das heißt, ihr habt dann relativ safe bis zum Finale, wenn es denn bis zu einem ganz krassen Finale kommen sollte, wo die Border ganz klein ist, habt ihr Tränke drin. Am besten halt so bei 7:30 oder bei 7 Minuten trinken, habt ihr Safe Call bis zum Ende der Runde die Tränke noch drin, müsst ihr keine Sorgen mehr machen, ab jetzt an. Also ich muss mir keine Sorgen mehr machen. So, wo haben wir die letzten beiden Typen? Ich vermute mal irgendwie in Richtung Mitte. Es wird dann wahrscheinlich hier, ja, da vorne ist er auch schon. Aber ich staube ihn jetzt nicht ab, Leute. Ich lasse ihn jetzt erstmal mit seinem Minion da oben auf dem Kopf. Ich lasse ihn erstmal und will da jetzt nicht wieder dann das Karma irgendwie rauf beschwören. Wir haben halt Knockback, deswegen ist hier oben zu stehen eigentlich gar nicht mal so scheiße. Noch mal kurz einen Apfel reinpfeifen, die Angel des Todes mal eben ausfahren. Schöne Angelkombo. Ich kann es, Leute. Ich kann Angelkombon. Aber auch nur, wenn ich will. Da kommt seine schöne Angelkombo. Aber wir haben Knockback, was ein Vorteil für uns ist. Schnelligkeit, Knockback ist mega gut. Wie ihr seht, ist mega gut. Wir haben die Runde gewonnen. Knockback und Schnelligkeit ist einfach ziemlich krass OP. Habt ihr gerade wieder gesehen. Ich bin voll OP und habe am Nee. Ich hoffe auf GG und sage tschüss, bis zum nächsten Mal. Und hat es noch nach oben da. Bis zum nächsten Mal rein. Macht's gut. Auf Wiedersehen. Tschüssikowski. Wow.